So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Super Mario Maker. Ich hoffe, ihr freut euch, denn eure Level werden wieder mal gezockt. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag, denn der gute Drake hat am 14.03. Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute für dich, alles Gute Drake. Ja, wer kennt das nicht? Die Folge von SpongeBob, wo Thaddäus nicht Geburtstag hat und dann am Ende die Tür zuknallt und sagt, hey, ich hab heute nicht Geburtstag. Nein, aber der gute Drake hat wirklich Geburtstag. Und ja, Super Mario Bros., die Abenteuer des Captain Toad. Ist sein neuestes Level und da sind auch so gut wie alle Updates, die neuen, verfügbar. Und wir zocken's. Ja, genau. Ich hab richtig Bock drauf. Hier dürfen wir nicht springen. Ja, wenn es interessiert, ich denke mir mal, das ist nicht so schlimm, wenn ich es erzähle. Der gute Drake ist 27 geworden. Ja, macht dir nichts draus, ich werde dieses Jahr 26, also ich gehe auch immer mehr mit großen Schritten auf die Notenblöcke, auf die 30 zu. Meine Güte. Du und deine Notenblöcke, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Idee. Oh, diese Donuts. Ich muss sagen, mir gefällt das Level bis jetzt schon ziemlich gut. Alter Falter. Das... Alter, ist das dein Ernst? Oh, Mann. Da muss man sich ja richtig schnell beeilen. Hätte ich gedrückt halten müssen. Weil man kommt ja immer gegen den Block. Das scheint wirklich ein Level zu sein... Oh, das erfordert mehr als nur, wie es aussieht halt. Wie es aussieht, braucht man auch die Münzen. Aber ich denke mir mal, die Münzen bekommt man so auf dem Weg. Es sei denn, du hast dir dann noch irgendwas einfallen lassen. Oh. Im Übrigen ist der gute Mr. Rajumper auch dabei, mal wieder ein neues Level zu bauen. Okay, ich habe verstanden. So muss man das machen. Man muss da einfach schnell durchrushen. Oh, das war knapp. Oh nein, ich brauchte den Panzer. Nochmal neu. Er hat Geburtstag, ich werde versuchen, das Level zu schaffen. Ja, im Großen und Ganzen habe ich mir gedacht, könnte ich mal ein bisschen über den guten Drake reden. Er ist ein guter Freund von mir geworden. Wir haben uns ja, wie gesagt, durch den Mario Maker kennengelernt. Wenn er das Mario Maker Let's Play irgendwann startet... Oh. Wenn er dann einen besseren Computer hat und so weiter, damit er auch gut aufnehmen kann. Wird er euch euch das genauer erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise durch welche Art und Weise. Natürlich habe ich euch jetzt schon vorweggenommen, dass es der Mario Maker war, aber ich meine, ich habe das auch schon mal erzählt. Er ist jetzt wieder mal etwas rausgekramtes, was man schon gehört hat, aber ich dachte, warum nicht? Er hat Geburtstag. Warum lässt du dich nicht fallen? Achso, okay. Oh, ja, habe ich mich doch treffen lassen. Naja, im Großen und Ganzen möchte ich nochmal erwähnen, dass der gute Drake ja auch einen eigenen Let's Play-Kanal hat. Und da sollte jeder mal vorbeischauen. Kann ich nicht oft genug erwähnen. Oh, ich habe voll Angst, Leute. Ich will nicht zu schnell sein. Ich weiß ja nicht, was mich da erwartet. Okay, das scheint schon mal sehr cool zu sein. Ich habe das jetzt einfach kaputt gesprungen. Aber das macht nichts. Da war es so verlockend. Ihr habt es gemerkt, ich habe die Sprungtaste gedrückt. Ah, komm, wir versuchen es einfach nochmal. Naja, auf jeden Fall, er zockt gerne Nintendo Games. Der Mr. Horror Jumper natürlich auch. Aber ich zocke natürlich auch andere Spiele, nicht nur von Nintendo. Ich weiß auch nicht. Ihr müsst wissen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin ja erst mit dem, wir können so eine kleine Plauderrunde hier machen. Könnt ihr mir mal in die Kommis reinhauen, was eure erste Konsole war, beziehungsweise euer erster Kontakt mit Videospielen. Das wäre doch auch mal was. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wobei die meisten von euch ja sowieso Super Mario Maker gucken. Also hoffe ich mal, dass da einige sind, die dann auch fleißig kommentieren und ich habe jetzt Mist gebaut. Verdammt! Eben ist das nicht passiert. Oh. Ja, der gute Miss Aura Jumper kam ja mit dem Super Nintendo als erstes in den Kontakt. Mit welchen Spielen? Gute Frage. Ach, man muss gedrückt halten nach rechts. Ah, okay.
Ja, Donkey Kong Country, der erste Teil. Das war so das erste. Dann, ich meine, Super Mario World war da auch bei. Das, was der Drake momentan auch Let's Played. Das ist ein aktuelles Projekt von ihm. Ist auch sehr cool, das anzuschauen. Er gibt sich da wirklich viel Mühe und es ist wirklich unterhaltsam. Und man merkt einfach, es macht ihm sehr viel Spaß. Mehr als The Lost Level, definitiv. Und er hat ja gesagt, ich soll auch mal The Lost Level und so zocken. Also das ganze Mario All-Stars. Ihr könnt... Oh, ich hab schon wieder verbockt. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommis reinhauen. Was ihr davon haltet. Ob ich das denn auch mal durchspielen soll. All-Stars. Irgendwann mal. Also Super Mario Bros. 3 wird definitiv noch irgendwann mal kommen. Aber All-Stars allgemein komplett? Ich weiß nicht. Ob ich das schaffen werde? Der allererste Super Mario Bros. Teil, den habe ich noch nie durchgespielt. Also nicht, dass ich wüsste. Und wenn, dann habe ich Abkürzungen benutzt. Das heißt also, ich kann euch nicht versprechen, ob ich jetzt aus Versehen mal eine Abkürzung benutze oder nicht. Hängt, ja, davon ab, je nachdem, wie ich mich da schlage. So, und jetzt... Ja, okay, es hat funktioniert und ich bin sogar ausgewichen. Das wäre jetzt noch cool, wenn wir einen Stern bekommen würden, genau. Komm, Captain Todd. Wir schaffen das. Boah, ich habe immer noch Angst. Ja, der gute Drake. Was kann man noch zu ihm sagen? Er ist ein Yoshi-Liebhaber, wie er im Buche, also wie er im Buche steht. Im Buche. Ja. Was könnte man noch sagen? Er ist ein herzensguter Mensch. Mit dem kann man über alles reden. Ja, ich weiß nicht. Er ist ein richtig guter Freund geworden. Und das schätze ich sehr an ihm. Und deswegen unterstützt ihn. Jeder von euch. Nein, war jetzt Spaß. Wer das nicht will, der soll das natürlich nicht machen. Aber glaubt mir, nicht umsonst sagt der Mr. Jumper, bei ihm lohnt es sich definitiv reinzuschauen. Das gilt auch für Panzerkralle, der sich auch viel Mühe gibt. Für der fränkische Noob. Dann, also Esteli 80. Oder, ne, 88. Ne, 80, oder? Oder 88. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Sorry. Ja, ich bin mich gerade voll am Konzentrieren, weil... Okay, wir haben ja doch eigentlich einen Checkpoint. Aber ich finde das ziemlich cool gemacht. Hier mit den, wie heißen die? Stachelsäulen oder so? Mir gefällt das definitiv. Also das ist ein richtig gutes, Captain Toad Treasure Tracker Level. Oh, hier läuft die Zeit. Wir müssen uns beeilen. Wow, ich dachte schon, ich fliege jetzt daneben. Oh, der zweite Checkpoint. Ah, das heißt, wir hätten das Level ja beinahe abgeschlossen. Ich frage mich, ob wir die brauchen oder nicht. Ja, brauchten wir. Boah, Gott sei Dank, das war aber... Ey, das kam mir vor wie so ein Indiana Jones, Hindernis. Okay, was ist denn jetzt hier die Schwierigkeit? So nach dem Motto, Toad könnte ja runterfallen. Ah. Im Übrigen, ich bin ja auch dabei, ein paar Level zu bauen. Ein Level wird definitiv eine Kombination aus Wiglan und Montys sein. Dann ein Level, es hat was mit Kettenhunden zu tun. Boah, das war ein mega geiles Level und der Bossfight auch noch. Ey, dass du an einen Bossfight gedacht hast, das sehe ich zum ersten Mal, meine ich. Wie bei Captain Toad Treasure Tracker, da gab es ja auch diesen Drachen. Ey, das fand ich richtig mega cool. Hat mir richtig gut gefallen, Drake. Ja. Was für ein Level wollte ich noch bauen? Ich glaube, noch ein extra spezielles Level mit Hammerbrüdern. Da müsste ich mir noch was einfallen lassen. Und das alles kombiniert mit den neuen Updates. Wann ich jetzt die Level mache, weiß ich noch nicht. Dementsprechend, ich mache ja mehr Videos, als ich mal am Mario Maker selber bastel. Aber ich denke mir mal, das kann jeder, ja, sich schon denken. Das solltet ihr mir nicht übel nehmen, definitiv nicht. So, weil er ja Geburtstag hat, hat er noch ein Remake, beziehungsweise er hat es neu gemacht. Auf die Größe kommt es an. Ja, das klingt schon zweideutig, ich weiß. Aber, ne? So ist das nun mal. So, aber dieses Level hat mir sehr gut gefallen als Remake.
Nur, was ich ein bisschen traurig fand, das habe ich ihm auch so ein bisschen gesagt. Ich weiß nicht, ob er es nochmal umändert, beziehungsweise ob er es so lässt. Es hat mir definitiv sehr gut gefallen, aber mir fehlte trotzdem dieser Bowser-Kampf. Ich weiß nicht. Aber weil so viele von euch rumgenörgelt haben, beziehungsweise ich glaube eher nicht, dass es unsere Abonnenten waren, Alter, die rumgenörgelt haben, sondern eher welche aus der Facebook-Gruppe, die in der Mario, also in der Super Mario Maker-Gruppe sind. Alter, da komme ich jetzt nicht durch. Ah, okay, du kommst wieder, du spawnst. Oh, nein! Ist ja gut, ich nehme den. Naja, die haben rumgenörgelt, es ist zu schwer und der Bowser und aber dann sind das die, das sind diese Leute, die immer wieder den Bowser reinbauen. In jedem Level. Boah Gott, ey. Sowas kann ich nicht ab. Natürlich ist es cool, einen Bowser reinzumachen und so weiter. Um die Schwierigkeiten ein bisschen anzuziehen, je nachdem. Aber ich fand, es hatte, also, ja. Es war auf jeden Fall nicht schlecht. Es hat Spaß gemacht. Und solche Leute, ja, kann man dann irgendwie nicht ganz verstehen. Den kann man es einfach nicht recht machen. Ja, und hier merkt ihr, das sind diese Twomps. Und wir müssen jetzt wieder in die andere Röhre, damit es wieder groß wird. Und jetzt kann er die Blöcke zerstören. Und wir kommen weiter. Deswegen verstehe ich einfach nicht, ja, warum die Leute sowas hassen. Also, er macht es wirklich so, dass es sehr fair ist. Okay, Musikschule Bowser ist jetzt mal ausgeschlossen, aber das ist extra für Profis und das kann ich auch verstehen. Und mein Leveln wird auch meistens rumgeheult, es ist zu schwer. Ich weiß, es ist zu schwer, aber ich brauche die Herausforderung. Außerdem, nicht umsonst heiße ich Mr. Horror Jumper, ne? Also jeder Sprung ist ein Horror und ihr wisst Bescheid. Im Großen und Ganzen. Ach ja. Ah ja, Falke, ich habe gesehen, du hattest sehr viel Spaß und Freude an meinem Level und zwar Bowser is at home. Es hat dir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, Bowser is not at home war nicht so dein Ding. Ich weiß gar nicht, ob du das geschafft hattest. Habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Das war eher so das Level, denke ich mir mal, weil es nichts für dich wäre, wegen den Skills, wo du diese Wandsprünge beherrschen musstest. Ich denke mir mal, dass Bowser is at home ist auch ein wenig einfacher als das andere Level. Aber okay, wir gucken jetzt mal bei den anderen Leuten. Wobei, einen Moment bitte. Falke, du kommst jetzt gleich noch dran. Keine Sorge, immer mit der Ruhe. Genau, die Mutter von Dirk. Ach, was sage ich Dirk? Sorry, Leute. Der heißt doch Drake. Dirk, wie komme ich auf den Namen? Naja, auf jeden Fall. Mario, gib gut acht. Ja. Dieses Level ist ein neues Level von der Mutter. Und ich bin gespannt, denn ich habe es auch noch nicht gespielt. Ihr solltet sie definitiv favorisieren. Sie wird noch einiges raushauen. Und glaubt mir, da werden nicht nur einfache Level sein, denn der gute Drake wird auch mal zu ihr hereinschneien. Und muss ein paar Level wahrscheinlich hochladen, je nachdem, ob sie zu schwer sind oder zu einfach. Ja, okay, zu einfach glaube ich eher nicht. Dann schafft das die gute Mutti schon selber. Ja, okay. Ich überlege gerade, soll ich mich eher damit aufhalten oder soll ich mich beeilen? So, dann wollen wir die mal weghauen. Ja, komm. Ach, ja. Ich hätte, glaube ich, die Schildkröte einfach rüberschmeißen sollen, oder? Ich weiß nicht. Der untere Weg, der sieht mir so... Ja, ich glaube nicht, dass ich den geschafft hätte. Deswegen bin ich schon froh, dass ich diesen Weg hier gerade gehe. So, ich hoffe nicht, dass ich jetzt eine Schildkröte benötige. Aber das Level gefällt mir. Es ist gar nicht mal so schlecht. Wirklich jetzt, ohne Scheiß. Auch vom Level-Design gefällt es mir. Es hat was. Okay, die Feuerblume. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Aber was... Ja, genau. Das war ja klar. Irgendwas muss dann... Ja. Da merkt man schon. Oh. Dass das hier sehr häufig jetzt in den Leveln vorkommen wird. Von der guten Mutti. Oder guten Mutter. Wie auch immer. Ja, der alte Account war, glaube ich, Mutti.
Genau, deswegen sage ich manchmal, Mutti, wundert euch nicht. Muss ich mich selber noch dran gewöhnen. Okay, da kommen jetzt diese Goombas raus, aber... Ah, da oben sind die Münzen. Okay, das wurde uns ziemlich einfach gemacht. Ich finde das so cool, wie der Schlüssel aussieht. Der erinnert mich wirklich an Yoshi's Island. Wow, das war knapp. Aber das ist cool, diese Türen jetzt mal so zu verwenden. Beziehungsweise, dass ich euch das mal zeigen kann, ne? Das finde ich ja auch so mega cool. Ah, da oben ist der Buhu. Ja, ich liebe eigentlich auch Buhus. Aber, ja, ich baue sie nicht allzu oft ein. Eher etwas seltener, weil ich weiß, die kommen so ein bisschen random. Beziehungsweise, die verfolgen einen ja schon fast durch das ganze Level, je nachdem. Oder wenn man sie auf eine Etage oben hinsetzt oder so, dann ist das manchmal nicht so gut. Ihr kennt das vielleicht. Das ist mir nicht so ganz geheuer. Und ich bin eher so einer, der mehrere Passagen in ein Level einbaut, die abwechslungsreich sind. Das finde ich, das gehört einfach rein. Mario gibt gut 8. Ja, wir haben, glaube ich, ziemlich gut 8 gegeben. Boah, ich bin so fertig von der Arbeit, Leute. Also wundert euch nicht, wenn der gute Misora Jumper ein wenig geschwächt redet. Oh mein Gott, er ist geschwächt. Hier, Hot Donut Jump. Kann ich euch ja mal kurz zeigen. Wo der gute Drake natürlich den Rekord hält. Als erstes war ich der Rekordhalter, also beziehungsweise er, dann ich. Dann hat er mich eingeholt, aber frag nicht nach Sonnenschein. Also ich frag mich bis heute, wie er das geschafft hat. Er schafft auch noch nicht mal mehr eine Steigerung. Dabei hat er es versucht, damit keiner von euch das schaffen wird. Aber er hat gesagt, er hat es sogar ein oder zweimal geschafft, in derselben Zeit durchs Ziel zu kommen. So wie ich das verstanden habe. Und das ist richtig krass. Also da denkt man sich auch so, meine Fresse, wie soll man das dann besser machen? Das geht dann, glaube ich, gar nicht. Also wenn er es wirklich perfekt hinbekommen hat, dann ist er wirklich der Rekordhalter für immer. Ich frage mich sowieso, was passieren würde, wenn man Gleichstand wäre. Also dieselbe Zeit wie er, ob man ihn dann vom Thron runterstößt oder ob zwei Leute angezeigt werden. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall schönes Level. Von der guten Mutter. Dann gucken wir uns jetzt noch das Wasserlevel an, würde ich sagen. Und danach kommen wir zu euren Leveln. Muss ja auch mal wieder sein. Aber keine Sorge. Ich habe gesehen, einige von euch haben kommentiert, beziehungsweise haben noch ein paar Level eingereicht. Und das kommt dann auch noch. Also, ja, ich denke mir mal, diese Woche wird definitiv noch ein Mario Maker Part kommen. Ich werde versuchen, mich daran zu halten. Ich kann es nur nicht versprechen. Weil momentan so viele Projekte... Und einfach, ja, ich bin in Resident Evil Fever, Leute. Ich glaube, das hat man gemerkt. Definitiv. Das war auch ganz schnell abgedreht, könnte man sagen. Alter, das war knapp. Ja. Ja, so Mario Galaxy habe ich auch Bock drauf. Aber es kommen jetzt so langsam die Sterne, wo ich so ein bisschen Angst habe. Beziehungsweise welche, die geheim sind, die man suchen muss. Und das ist nicht so mein Ding. Vor allem, wenn man dann darüber nachdenkt, oh, du musst sie gleich suchen und so. Nee, keine Lust. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt auch so, oh, Mr. Horror Jumper, sei doch nicht so doof, guck doch im Internet. Aber nein, es muss zum Teil irgendwo ein bisschen blind sein. Das macht das Ganze auch für mich unterhaltsamer. Beziehungsweise auch für euch. Ah, Ja, das war blöd. Ich wollte eigentlich das One-Up, aber wofür eigentlich? Wir machen ja nicht die 100 Mario-Herausforderung. Ah, komm. Ja, perfekt. Ich wollte an die Spitze und wir haben es geschafft an die Spitze. So, da bin ich mal gespannt. Der gute Falke hat bestimmt wieder ein paar neue Levelchen für uns. Wenn nicht, ja, dann... Oh, Rekord? Und das in dem Let's Play? Dabei war das nicht mal meine Absicht. Dabei habe ich das ja offline schon gespielt. Okay. Ja, warum nicht? Okay, dann wollen wir mal gucken. Falke, wo bist du? Ach, da bist du. Old and Grey or... Cersei, sorry. Ja, wie gesagt, ein bisschen... Das sieht sehr interessant aus, auch vom Thumbnail. Ich glaube, da gucken wir als erstes rein. Habe ich irgendwie Bock drauf. Ja, da sind auch schon die neuen
Updates mit zur Verfügung gestellt worden. Oh, ein Scrolling-Level. Wie ich Scrolling-Level liebe. Ihr kennt das bestimmt, ne? Aber das ist nicht mein Spruch. Naja, hier gibt es zumindest die roten Münzen. Das finde ich sehr cool in einem Scrolling-Level. Weil man muss sie bekommen. Lass mich raten. Ja, es war mir irgendwie klar, Falke. Ich wusste es, dass du so einer bist. Alter, nein. Ah, verdammt, warum hast du dich da nicht rechts an der Wand noch festgehalten? Oh, wir sind perfekt da durchgesprungen. Ich finde ja, in dem Style von New Super Mario Bros. U sehen die Münzen richtig cool aus. Also ich finde es richtig mega, wie sie glänzen. Also sie haben wirklich einen Anreiz. Sie wollen eingesammelt werden. Definitiv, das hat Nintendo ziemlich gut hinbekommen. Auch dieser Sprite, also dieser Effekt. Sprite, ich weiß, ihr denkt jetzt an das Getränk, aber nein. Das sagt man so. Okay. Ich habe zwar keinen Schimmer, aber ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Gefällt mir das Level, definitiv. Da hat er sich etwas überlegt. Okay, wie es aussieht, ist das Scrolling hier vorbei. Das heißt, Scrolling kommt gleich erst wieder. Nein, nein. Oh, das hat er mit Absicht gemacht mit der Schildkröte. Er wusste, man landet da drauf und so stoppt er ein. Ja, ja, Falke. Aber warte mal ab, bis meine Levelchen fertig sind. Dann hast du auch wieder deinen Spaß. Okay, hier geht Scrolling weiter. Und hier sind wieder ein paar Pilze. Und unten ist auch ein Weg. Aber ich frage mich jetzt gerade, ob es Sinn macht, unten entlang zu gehen. Ich habe das Gefühl, man könnte auch unten lang gehen. Weil nicht umsonst gibt es nur 4 rote Münzen, merke ich gerade. Und keine 5. Wobei... Nee, ist schon okay. Ich dachte, man könne so viel einstellen, dass man jetzt 5 hätte, aber dass man da oben zum Beispiel nur 4 einsacken müsste. Aber das geht, glaube ich, gar nicht. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich die Updates jetzt noch nicht ausprobiert habe. Aber... Ja, das wäre jetzt so meine kleine Vermutung gewesen. Ich denke mir mal, man kommt da jetzt eh gleich hin. Okay. Ich nehme den jetzt einfach mal mit, bevor ich jetzt Scheiße baue und dann... Ja, dann ist die Kacke am Dampfen, ihr wisst Bescheid. Habe ich das jetzt verbockt? Ich schaue mir das jetzt mal an. Hier geht definitiv das Scrolling weiter. Aber was soll mir das jetzt sagen? Da rechts kann ich nicht hin. Wisst ihr was? Da unten kann ich auch nicht hin. Aber was ist jetzt der Sinn? Das ist mir jetzt so scheißegal, ob ich getroffen werde oder nicht. Hauptsache, ich weiß, was ich tun muss. Ich hab's einfach nicht verstanden. Hä? Wo muss ich denn dann bitte hin? Ach, da hoch! Nein, das ist nicht euer Ernst. Habe ich es jetzt verbockt? Ich war mir so unsicher. Oh, kommt da ein P-Switch raus? Ach, lass mich raten. Ein Pilz. Toll. Nein, nein. Kommt da ein P-Switch raus? Nee, aber wir können da rein. Aha. Und jetzt ist der P-Switch wieder da? Kann das sein? Wenn ja, dann ist das genial. Dann gefällt mir das. Du gibst uns auch noch einen Pilz. Ah, oh, danke. Korrekt. Okay, ich habe nichts gesagt. Du hast alles bedacht. Das finde ich sehr gut. Großes Lob an dich. So. Oh, habt ihr das gesehen? Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Da bin ich jetzt mal aufgeregt, was du noch so zu bieten hast in diesem Level. Okay, so kommt man da also rein. Ah, der kann die auch zerstampfen. Das finde ich ja sehr cool. Ja, da braucht man den Schlüssel und den Schlüssel haben wir jetzt erhalten. Immer her damit. Ich frage mich trotzdem, wohin die Röhre führt. Falke, schreib es uns in die Kommis. Okay, also. Eine Feuerblume für den allergrößten Notfall. Hier die Passage finde ich sehr cool gemacht. Wie man hier durch rushen muss. Okay, der macht das hier kaputt. Ich frage mich, was da passiert, wenn er das kaputt macht. Oh nein. Das war so fies von dir. Ausgerechnet die. Oh, ja, toll. Wohin jetzt? Werden wir sterben? Boah, so viele Röhren. Und noch so ein kleines Labyrinth. Hätte ich jetzt nicht mehr vermutet. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das Level zu Ende ist. Ich finde das so cool, dass man auf den Dingern draufspringen kann.
Das macht alles wieder so ein schönes Design, wie man die Level so zuvor nicht gesehen hat. Aber irgendwann wird der Markt wieder zu voll davon sein und dann hat man sich satt gesehen, dann will man wieder immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ihr wisst Bescheid. Oh, Hammerbrüderchen. Ist nicht gut. Habe ich keine Lust drauf. Ja, das war knapp. Wow. Ich dachte, ich könnte da rechts oben drauf stehen, aber ich bin da durchgefallen. Und dann dachte ich so, nein, nicht, dass ich jetzt irgendwie getroffen werde. Wir haben noch jede Menge Zeit, Leute. Es ist Drakes Geburtstag und ich würde sagen, wir machen den Part vielleicht ganz knappe 40 Minuten. Ja, ich denke schon. Ist ja eigentlich normal. So Mario Maker Part ist ja bei mir meist so lang. Aber okay. Es sind mal wieder Level dabei, die ich auch schaffe. wo man nicht so viel Skill beherrschen muss oder haben muss. Okay, das Level gucken wir uns ein andermal an. Ich würde sagen, wir gucken uns die etwas neueren Leute auch mal an. Und zwar von Arne vielleicht nochmal. Ja, 30 Second of Horror. Ja. Das glaube ich dir. Vegas Castle. Stimmt. Damit hattest du mich ein bisschen inspiriert, dass ich die Wigglers einsetzen soll in meinem Level. Nur halt, ja, also ich habe das Level jetzt noch nicht gespielt. Versteht mich nicht falsch, aber jetzt von dem Namen her auch. On the Mountain, das hört sich schon sehr cool und verlockend an. Stimmt, das hier auch. Ich glaube, genau, Mario vs. Wario, das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist sehr interessant. Okay, wir können direkt in die Röhre. Oder hätte man auf die andere Seite gehen können, dann kriegt man, ja, okay. Den anderen Mario? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber wir sind Wario, Leute. Immerhin. So, die Pflanze, Ranke, wie auch immer, geht hoch und ich bin doof und lass mich treffen. Und der P-Switch wurde aktiviert. Ah, ich habe gerade ein bisschen Panik bekommen. Und hopp. Was haben wir denn hier Feines drin? One-Up. Münzen und nochmal Münzen, okay. Ah, wir brauchen die Bomb-Oms, um den Weg frei zu sprengen. Nein, ich habe mich treffen lassen. Vielleicht ist es... Vielleicht... Leute, wisst ihr, warum es Mario vs. Wario heißt? Weil ich mich die ganze Zeit treffen lasse und dann ist Mario wieder dran, dann ist wieder Wario, die wechseln sich ab. Und wer der Bessere ist, der kommt dann halt ins Ziel. Ja, könnte man so sehen, aber ich denke mir mal nicht, dass es so gewollt war. Überall Münzen. Was haben wir denn noch Feines hier, außer die One-Ups? Ja, okay. Münzen, natürlich. Ja, Wario liebt Münzen. Aber nicht nur Wario, sondern die gute Mutter auch. So wie man das immer von Drake hört in seinen Let's Plays. Aber ich muss ja auch sagen, so Sammelfreak bin ich ja eigentlich auch, was das betrifft. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, muss ich das Ding hier treffen? Aber wofür? Ach so, damit die Münzen runterkommen. Ah. Ich dachte, vielleicht fällt irgendein Gegner herunter oder so. Oder stirbt. Kann man ja nicht wissen. Ach ja, so ist das eben. Aber ich muss sagen, dieses Level gefällt mir. Es hat was, definitiv. Nicht schlecht. Nicht von schlechten Makern. Und hier haben wir einen Checkpoint. Ah, okay. Die letzte Röhre natürlich. Was war das denn? Was ist denn da alles runtergefallen? Ach so. Das ist die Musik. Ah, jetzt kommt Mario. Okay, dann war ich ja gar nicht so verkehrt. Nein, nein. Oh, damit hätte ich niemals gerechnet, dass ich auf dem unteren lande, dann auf den anderen so, ja, gekonnt, so ein Konter hingelegt habe. So ein Dreifachsprung, könnte man ja schon beinahe sagen. Und dann habe ich verkackt. Genau das wollte ich verhindern, aber okay. Naja, besser als zu sterben. Gibt es hier nochmal einen Pilz? Okay, ich muss das freisprengen. Ich dachte, ich muss jetzt da hoch. Kann man da eigentlich hoch? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, aber da ist nichts, außer da ganz oben.
Boah. Ich frag mich, was da rauskommt, wenn wir es endlich geöffnet haben. Ah. Ah, und dann fällt das runter. Gar nicht mal so schlecht. Könnte man schon sich die ein oder andere Idee von abgucken. Ah. Man sollte definitiv den Mario Maker nicht spielen, wenn man so, ja, von der Arbeit kommt. Beziehungsweise müde ist. Man braucht hier sehr viel Konzentration, auch wenn man das vielleicht nicht glauben mag. Alter, ist das euer Ernst? Muss ich da rein? Nein. Oh, Gott sei Dank. Und was ist hier? Ah, okay, hier ist der richtige Weg. Ich finde, der Sprite, also das Design von den Manchern, oder Mancher, wie auch immer, finde ich sehr cool. Also mir gefällt das total. Also in dem SMB-Style. Okay, was kommt hier raus? Ach, hier können wir uns entscheiden, mit Wario oder Mario. Ja komm, wir machen mit Mario zu, ach, Wario zu Ende. Gar nicht mal so übel. Definitiv. Also vom Design, also vom Thumbnail hat es mir sehr gefallen. Vom Profilbild, von allem drum und dran, definitiv ein Stern. Vielen Dank für dieses Level. Kommen wir zur nächsten Person. So, und zwar zum Mr. Tornado. Was hast du denn noch so Feines im Petto? Ja, stimmt. Das Level, genau. Er steht für reines Zerquetschen. Ja, soll man das... Das klingt ja schon sehr interessant und unterhaltsam. M für, steht für mega schwer. Schloss des fliegenden Etwas. The Big One. Das klingt schon... Ja, komm. The Big One, Leute. Kann ich da Nein sagen? Derjenige, der zweideutig denkt... Ich denke nicht, oder? Okay, wir gucken uns das jetzt mal an. Und, boah, wir werden direkt attackiert. Oh mein Gott. Und ich baue auch noch so viel Mist. Alter, ist das euer Ernst? So. Komm. Direkt groß und direkt weg hier. Damit das gar nicht nochmal passiert. Ah. Ich muss sagen, das ist schon eine coole Falle, beziehungsweise eine schöne Stelle, wo man durch muss. Also, ja, was heißt eine schöne Stelle? Oh, deswegen. Ah, ich verstehe. Was passiert, wenn ich jetzt... Okay, kann ich nicht kaputt machen. Ich muss hier ein bisschen ausprobieren, Leute, also wundert euch nicht. So oft bin ich nicht der große Mario. Ja, warum nicht? Wir gehen den unteren Weg. Wenn das überhaupt so gewollt war. Ich denke schon. Aber ich habe so ein Gefühl, dass wir jetzt gleich Scheiße gebaut haben oder Mist gebaut haben. Wobei, das Trampolin kommt ja nicht ohne so. Ach, ohne Grund hier runter. Ohne so. Ja, das Problem ist jetzt gerade, wie komme ich hier raus? Ah, okay. Der Platz hat also gereicht. Ah, es wird knapp. Wobei, nee, das funktioniert ganz gut. Ah, da ist eine Schildkröte. Ein Koopa. Ich mag dich nicht. Geh weg. Auch wenn du eine coole Mütze auf hast. Du bist eher so Hip-Hop-Style oder Skater-Style. Jetzt überlege ich gerade einen Augenblick. Wenn ich das jetzt kaputt mache, kommt der definitiv runter. Ich glaube, ich sollte versuchen hoch... Oh nein. Das ist gar nicht gut. Nein. Oh, das wollte ich nicht. Nein. Wie soll ich jetzt weiterkommen? Ich habe eine Idee. Das wird jetzt aber sehr schwer. Wow, ich habe es geschafft. Ich denke mir mal nicht, dass es jetzt unbedingt so gewollt war, aber... Schönes Level. Mal wieder ein Level, was ich beendet habe. Wow, ich fühle mich richtig gut, Leute. Ich glaube, das liegt, es liegt alles daran, dass der Drake Geburtstag hat. Ich glaube schon. Das färbt so ein bisschen ab. Nein, Spaß, aber... Schönes Level. Hat mir gefallen. Kommen wir zum nächsten. Ha, so muss es sein, Leute. So richtig durchrushen. Ohne große Probleme. Was steht da? Gefahr des fliegenden Scheiß.
Ja, ich gucke jetzt erstmal. Der gute Soidberg, habe ich gesehen, der hat ein paar gute Level. Und zwar möchte ich euch eins zeigen. Und zwar Bisasams Höhle. Und zwar habe ich dieses Level privat gespielt, wie ihr sehen könnt. Aber ich fand es ziemlich cool, vor allem Dingen, weil ich ja so ein Pflanzen-Pokémon-Fan bin. Und Bisasam, Leute. Einfach Nostalgie pur. Definitiv. Ich denke mir mal, ihr seid da anderer Meinung. Beziehungsweise Panzerkralle teilt sich die Meinung mit mir. Stimmt's, Panzerkralle? Du bist ja auch so Bisasam. Natürlich mochte ich die anderen drei Starter, ach, anderen zwei Starter auch. Was man jetzt zum Beispiel bei X und Y nicht behaupten konnte, da habe ich das Pflanzen-Pokémon gehasst. Also vom Aussehen und Design und keine Ahnung, ich mochte es definitiv nicht. Da habe ich sogar das Feuer-Pokémon genommen. Aber, also, ich kann euch ja mal von Generation zu Generation sagen, was für Pokémon ich ungefähr mochte, wenn wir schon mal hier sind und ein bisschen über Pokémon quatschen. Ja, in der ersten Generation fand ich Bisasam sehr cool. Natürlich die anderen zwei auch. In der zweiten Generation fand ich aber persönlich am coolsten, ja, da teilt sich so der Platz mit Kanimani und Feuriegel. Endivir mochte ich auch, aber Endivir hat da, naja, relativ okay Attacken gelernt. Aber hatte, glaube ich, schon damals in der Goldenen und Silbernen schon, ich glaube, mit Level 8 oder Level 7 schon Rasierblatt gelernt. Das war der Scheiß, Leute. Also das war richtig mega, dass es das schon konnte. Wenn man bedenkt, in der ersten Generation, wann Bisasam erst Rasierblatt erlernt hat. Ich glaube, das war, wenn es erst Bisaknosp war. Ja, ich glaube schon. Naja, kommen wir zur dritten Generation. Da war Gekabor, stimmt. Ja. Da fand ich es ein bisschen blöd. Da konnte Gekabor, also ich kann erstmal sagen, das Level war sehr schön, Soidberg. Gefällt mir, mach weiter so. Ich denke mir mal, wir machen die anderen zwei Level auch noch mit dem Pokémon. Wenn wir schon mal die ganze Zeit im Pokémon-Fieber sind und am Ende des Jahres neue Editionen rauskommen, Sonne und Mond, können wir ein bisschen darüber quatschen, oder? Hast du fein gemacht, Soidberg. Definitiv. Ja, in der dritten Generation, Gekabor, war ein bisschen schwer zu trainieren. Ich muss sagen, die Arenaleiter waren schon ziemlich heftig mit Gekabor. Ja, okay, der erste Arenaleiter eher nicht. Aber die anderen, oh, frag nicht nach Sonnenschein. Weil Gekabor hat dann so Sachen wie Absorber nur gelernt oder Megasauger und das hat so gut wie kaum was gebracht. Bis es dann irgendwann Reptane wurde. Ich glaube, so wurde es auch ausgesprochen. Ich finde das cool, wie Shiggy hier schwimmt. Das passt irgendwie. Richtig cool. Da hast du richtig was überlegt. Auf jeden Fall hat Reptane dann halt Laubklinge irgendwann erlernt. Und das war die stärkste Attacke, wie ich finde, was er erlernt hatte oder konnte. Gewaldro hat dann auch nicht mehr so gute Attacken erlernt. Ich glaube, die letzte Attacke war, glaube ich, auf der, also in der dritten Generation. Trugschlag. Ist zwar sehr cool, um legendäre Pokémon zu fangen, aber sonst bringt die einem irgendwie nichts. Das fand ich sehr schade. Da musste man schon so vielleicht TMs benutzen oder VMs, wie zum Beispiel Solarstrahl oder so, damit es überhaupt irgendwelche guten Attacken hatte. Ja, ja. Ja, und da fand ich dann persönlich, war Hydropi mein Liebling. Also, das war knapp. Aber nicht nur Hydropi, ich mochte auch Flemly. Gekabor auch, aber erst in den anderen Generationen hat es dann auch viel bessere Attacken direkt am Anfang. Und deswegen, ja, sagen wir mal so, ich mochte es auch sehr. In der vierten Generation, oh, jetzt muss ich überlegen, Leute. Ah ja, stimmt. Das war mit Panflam. Oh. Pinflu? Nee, nicht Pinflu. Boah, wie hieß dieses, ich muss gerade überlegen, wie hieß der Pinguin? Plinfa? Ich glaube schon. Ich meine schon. Und Shellast. Und ich habe Shellast sowas von abrocken lassen. Also, ey, ich fand es so cool, dass es zur Hälfte Boden wurde, wenn es sich entwickelt hat, also komplett. Und es konnte so Erdbeben und so Sachen. Leute, ich habe es gefeiert. Das war dann wiederum cool mit einem Pflanzen-Pokémon. Da wollte ich die anderen beiden nicht nehmen, die fand ich scheiße. Also persönlich gesehen fand ich die scheiße. Und da fand ich das Pflanzen-Pokémon wieder richtig cool.
Und in der... Jetzt sind wir in der fünften Generation. Was war da nochmal? Da war dieses Schweinchen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß. Wobei, ja komm, wir machen das Level auch noch. Wir machen den Part etwas länger. Weil der gute Drake Geburtstag hat. So, jetzt kommt Glumandas Probe. Mal gucken. Auf jeden Fall, beide Level sehr nice von dir. Sehr schön. Hat mir sehr gefallen. Bringt einen wirklich ins Pokémon-Fieber und das bringt es auch irgendwie ein bisschen darüber zu reden. Naja, kommen wir jetzt zur fünften Generation. Da gab es dieses Schwein, da gab es Serfifoy und was gab es da noch? Ich überlege gerade. Oh, Alter. Was war das Wasser-Pokémon nochmal? Ich überlege gerade. War das nicht so ein Otterisch oder so? Ja, genau, das war so ein Otter irgendwie. Da fand ich jetzt persönlich keinen irgendwie so wirklich cool. Serfifoy hatte ich auch genommen. Es hat aber nicht wirklich gute Attacken gelernt. Das muss man dazu sagen. Da fand ich das schon wieder ein bisschen blöd. Ja. Also da haben mir die nicht so wirklich gefallen. Und jetzt in X und Y. Da war das Pflanzen-Pokémon. Ach Leute, hört auf damit. Wollen wir gar nicht erst drüber diskutieren. Da habe ich ja auch das Feuer-Pokémon, wie gesagt, genommen. Das war dieser Fuchs. Oh, ich habe den Namen vergessen. Man merkt, von Generation zu Generation fallen mir die Namen nicht ein, weil so oft habe ich die Teile dann nicht mehr gespielt, weil ich die dann halt nicht mehr so gut fand wie die ersten drei Generationen. Wobei, die dritte Generation, die fand ich zwar schon cool und so, aber ja, mir fehlte halt Tag und Nacht. Muss ich ehrlich gestehen, wenn man schon die Pokémon Golden und Silberne Edition und die Kristall rausgebracht hat, wo es Tag und Nacht gab, fand ich das irgendwie beschämend, dass es da dann halt nur Tag gab. Und ja, deswegen hatte ich mich umso mehr auf die vierte Generation gefreut. Und die habe ich dann auch wieder extrem gesuchtet, mehr als dann die dritte, weil es da Tag und Nacht gab. Ich liebe es einfach nachts in einem Spiel herumzulaufen. Vor allem bei Pokémon. Vor allem, wenn dann auch nachts gewisse Pokémon nur kommen können. Beziehungsweise, dann macht das Ganze alles so ein bisschen mehr Magie. Also, es ist alles so ein bisschen mehr mystisch. Ja, es hat so ein bisschen den Reiz von damals, wo man noch klein war. Man hat die Nächte durchgespielt, beziehungsweise auch in den Sommerferien. Ach, das waren noch schöne Zeiten. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dann Pokémon Sonne und Pokémon Mond zu bieten hat. Im Übrigen auch ein sehr schönes Level. Auch wenn ich jetzt kaum darüber gequatscht habe, aber ich bin jetzt gerade einmal in diesem Flow drin. Wir könnten noch ein oder zwei Level machen, ich schau mal. Aber Soldberg, du hattest jetzt deine drei Level, würde ich mal sagen. Dann gucken wir mal, und zwar... Quellenza, hast du denn ein paar neue Level? Bowser Juniors, Spyrus Castle, okay. Das ist ein bisschen krass. Ich glaube, das mache ich dann mal vielleicht im nächsten Part. Tut mir leid, aber deine Level, die sind schon ein bisschen hartnäckiger. Bendy, was hast du denn? Hast du was Neues? Oh, du hast wirklich etwas Neues. Ja, diese Puzzle-Sachen, die muss ich auch mal in einem anderen Part zeigen. Aber hier, Bowser's Castle, wird das so ausgesprochen? Ich glaube schon. Okay, sieht machbar aus. Ob es das auch ist, keine Ahnung. Jetzt habe ich den Faden verloren, genau. Es ist ja jetzt dieses Jahr, ja, das Pokémon. Und ich freue mich riesig auf voll viele Spiele. Es kommen so viele gute Spiele dieses Jahr raus. Oh, da oben. Ah, sogar die Münzen sind hier und so. Das finde ich cool. Okay, man merkt, es ist wirklich ziemlich neu, das Level. Ja, was ich noch sagen kann. Man kann ja jetzt im E-Shop, kann man sich Pokémon Rot, Gelb und Blau herunterladen und nochmal zocken. Aber das Besondere an der Sache ist, nicht nur, dass man dann quasi gehypt wird von dem Spielen und jeder darf es nochmal neu erleben, beziehungsweise andere, die jetzt zum Beispiel aus der neuen Generation sind, also nicht aus der Zocker-Generation, aus der ich jetzt komme, sondern aus der anderen, oh, ich wollte mich ducken, aber ich habe es nicht mehr geschafft, die können das dann neu erleben und das ist nicht alles. Denn, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, beziehungsweise könnt ihr da die Pokémon sammeln und tauschen, aber nicht nur das, sondern ihr könnt durch Pokémon Bank, was es übrigens, glaube ich, auch im E-Shop gab, könnt ihr dann
eure Pokémon, die ihr da bekommen habt, beziehungsweise, oh, wie kriege ich denn die Münze? Muss ich dann... Ach so, ich brauche da Bomben oder was? Könnt ihr dann per Pokémon Bank eure Pokémon, die ihr dann da gelevelt und gefangen habt, hochladen und bei Pokémon Sun and Moon rüberladen. Das finde ich cool. Das hätten sie schon viel eher machen können. Dann braucht man nicht immer dieses blöde Rumtauschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber wenn man mal, ja, Freunde hat, die sich zwar auch Pokémon immer geholt haben, beziehungsweise auch gewissermaßen, wie soll ich da rüberkommen? Ja, ich glaube mit dem Spin-Jump. Die holen sich dann die neueren DS-Dinger nicht, beziehungsweise ist alles dann zu teuer und die haben auch keinen Bock auf die neuen Pokémon. Dann muss man sich überlegen, wie man dann alleine weiterspielt, beziehungsweise wie man gewisse Pokémon rübertauschen kann. Damit man die Pokémon, die man von damals noch hat, rübertauschen kann auf die neue Edition, weil es dann einfach mehr Spaß macht, wenn man das Team hat, beziehungsweise die Pokémon, die man haben will. Und das ist dann immer so ein Thema bei mir gewesen. Oh, jetzt kommen hier die Bomb-Oms raus, merke ich gerade. Und das war gerade sehr dumm. Oh. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Warum kommt denn da nur ein Bomb-Om raus? Oh, und ich habe es auch noch verbockt. Mache ich Neustart? Oder beziehungsweise, ich mache einen Neustart. Mache ich Neustart. Das klingt irgendwie so ausländisch. Ihr wisst, was ich meine. Deutsche Sprache, schwere Sprache, das war knapp. Naja, auf jeden Fall freue ich mich riesig darauf. Aber nicht nur das, Pokémon Tekken, also Pokémon Tekken Tournament kommt raus. Oder beziehungsweise ist, glaube ich, jetzt schon draußen. Für die Wii U. Yes, Leute. Ein Tekken-Spiel im Pokémon-Format. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und es sieht auch richtig nach Spaß aus. Natürlich können sie nicht alle Pokémon nehmen, weil das wäre wieder zu heftig. Weil es sind ja schon, ich glaube, um die 800 oder so. Oder knapp 800. Ja, die 1000 rückt immer näher. Also es war kein Witz, wo ich damals mal gesagt habe zu Freunden, ja, irgendwann gibt es 1000 oder 1 Million Pokémon. Aber was mich am meisten interessiert, ist Pokémon Go. Da bin ich echt drauf gespannt, ob sie das wirklich so gut umsetzen können, wie sie es behaupten, beziehungsweise wie sie es zeigen. Natürlich sollte man sich nicht zu viel Hoffnung machen, ich verstehe das auch. Aber seid mal ehrlich, das wäre doch so genial. Ich würde mich so darauf freuen. Oh, da unten ist der Helm, Leute. Den habe ich ja ganz vergessen. Und deswegen habe ich auch die Münze nicht. Und ich bin so blöd. Und ich lasse mich die ganze Zeit treffen. Alter, wie soll ich da hoch... Ach so. Nein, ich war zu lahmarschig. Nee, aber so viele schöne Spiele. Und dann noch so Spiele wie... Mighty Number 9. Habe ich auch richtig Bock drauf. Oh, was denn noch alles? Ja, Twilight Princess HD ist jetzt auch draußen. Muss ich mir auch noch gönnen. Und ihr werdet es mitverfolgen. Definitiv. Zu 100%. Boah. Ich hab so Panik hier, Leute. Aber hier gibt es immer Upgrades. Power-Ups, wie auch immer. Und ich brauche eine neue Schildkröte. Einerseits ist es ja cool, dass die Schildkröten hier die ganze Zeit kommen. Aber die fucken extrem ab. Die behindern das Größte. Oh, jetzt haben wir auch alle Münzen. Also es war Schicksal, dass wir abgekratzt sind. So oder so hätte ich nämlich hier irgendwie herumgelungert oder wäre verzweifelt. Und da ist noch ein Schlüssel. Oh, da, ey, das finde ich cool, diese Passage hier. Mir gefällt das Level. Ich glaube, das ist eines der besten Level, die Bendy je gezaubert hat. Und, Alter, genial. Genial, das macht sogar sehr viel Spaß. So, jetzt schön kaputt machen. Lass mich raten, dich brauche ich. Ja, das war so klar. Gehst du kaputt? Na toll, ich werde auch noch getroffen. Naja, hier kommt definitiv ein Bowser, aber da vorne scheint dann auch das Ziel zu sein. Gut, dass er durch diese Blockaden abgehalten wird, dass er dann durch kann. Das finde ich sehr gut, weil ich glaube, sonst wäre der viel zu krass. Finde ich gut, dass er das so geregelt hat. Ich sollte mich beeilen. Korrekt, es hat funktioniert und Level geschafft. Und ich würde sagen, wir haben jetzt knapp 50 Minuten totgeschlagen, haben einige Level von euch zocken können. Ich bin wach geworden, wobei ich nach der Arbeit aufgenommen habe. Der gute Drake hat Geburtstag gefeiert, auf diesem Part, könnte man sagen. Und wir haben sehr viele gute Level spielen dürfen. Ich habe sehr viele gute Level zeigen dürfen.
Ihr seid sehr gute Levelbauer. Ach Leute, ich bin jetzt heute so herzerwärmend irgendwie in diesem Part. Fragt mich nicht warum. Ich bin einfach so froh, dass heute alles so gut gelaufen ist. Mal wieder ein richtig guter Mario Maker Part. Ich bin so stolz auf mich. Einmal kurz auf die Schulter klopfen für mich selber. Nein, Spaß beiseite, Leute. Aber wir gucken jetzt mal. Okay, schade. Die gute Alex, die ist momentan ein bisschen faul. Aber ist nicht schlimm. Ich denke mir mal, zu den anderen Leveln werde ich dann im nächsten Part kommen. Also, wenn jetzt ein Level von irgendjemandem fehlte, beziehungsweise da war noch jemand, der wollte unbedingt, dass ich ein Level von ihm spiele. Ja, das wird dann im nächsten Part, denke ich mir mal, passieren. Tut mir leid. Aber das hier war jetzt so ein Part, der sollte etwas chilliger werden und so ist er auch geworden. Und ich hatte auch mal wieder sehr viel zu quatschen. Ich konnte mich richtig austoben. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn es irgendwelche neuen Zuschauer unter euch gibt, ihr könnt mir gerne eure Level-ID in die Kommis posten. Und ich werde dann eure Level zocken. Und euch in die Favoriliste, also in die favorisierten Liste, boah, einspeichern und dann werde ich öfters eure Level zocken. Also, immer rein in die Kommis damit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also dann, gebt mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann, haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Jump'n'Run Time!